Willkommen zu Tag 10 der Ich gestalte eine Insel ohne Nintendo Switch Online Challenge. Okay, wir machen es nochmal. Hallo und willkommen zu dem 10. Tag von Ich gestalte eine Insel ohne Nintendo Switch Online Challenge. You wanna see my fish? Das hast du extra gemacht, ne? Hallo und willkommen zu Tag 10 der Ich gestalte eine Insel ohne Nintendo Switch Online Challenge. Let's go! Haha, ihr konntet nichts machen. It was at this moment. Ja, ha, ich wusste es. Nee, ich war schnell unterwegs. Ja, ich habe das Gefühl, dass es heute eine gute Session hier wird. Ihr habt gesagt, mein Fluss, den ich da oben gebaut habe, der sieht ein bisschen aus wie ein Geschlechtsteil. Ich finde das aber nicht. Ich finde, das sieht toll aus, so wie es ist. Muss es hier noch ein bisschen umformen. Ich weiß nicht, was ihr für eine Fantasie habt. Oh, scheiße, jetzt sehe ich's. Oh, ja, jetzt sehe ich's. Oh nein, es spritzt ja sogar. Wir ändern das jetzt auch sofort. Aber da sieht man ja die... Ah nein, ich wollte hier den Fluss noch länger machen. Aber da habe ich ja... Scheiße, wie ändern wir das? Weil das sollte hier eigentlich ein Teich sein. Wir können nichts dran ändern, glaube ich. Es soll ein See sein. Und die Brücke soll da auch weiterhin bleiben. Ich denke mal, wenn die ganze Insel da ist, dann fällt das doch jetzt nicht direkt auf, oder? Wenn man sich so das Gesamtbild anschaut... Nee, das fällt nicht auf, ne? Ich habe ja gestern hier schön geplant. Und jetzt sind die Löcher weg, mit denen ich geplant habe. Ich müsste es eigentlich im Stream nochmal nachschauen, wo ich jetzt genau... Ich glaube, hier müsste es passen. Okay, ich werde hier direkt ein weiteres Haus hinstellen. Das von Mimi. Kommt hierher. Vielleicht kannst du die kleine Insel in die Mitte machen, damit es unterbrochen ist. Welche Insel meinst du? Achso, eine kleine Insel in die Mitte. So? So was mäßiges? Ja, vielleicht ein wenig größer. Also das Problem ist, ich habe nicht so viel Platz, weil man soll halt eigentlich... Na, vielleicht mache ich den See einfach doch größer. Ich dachte eigentlich, dass man hier langläuft noch. Aber ich glaube, wir machen den See einfach generell größer und machen wirklich eine Insel da rein, wo dann auch ein Baum steht und so. Ich glaube, das sieht schön aus. Mein Plan war es eigentlich, so einen runden Weg hier drumherum zu machen. Und dass hier halt so 4 Bewohnerhäuser stehen, war mein Plan. Und dadurch, dass hier halt schon eine Wand steht, wollte ich den See dann nicht mehr so viel größer machen. Aber ich glaube, ich mache den See einfach größer und dann in die Mitte eine Insel. Das finde ich eine gute Idee. So, ich hole erstmal noch ein Bewohnerhaus und stelle das schon mal hin. Mimi, die süße Maus. Lass ihn jetzt umziehen. Lass ihn auch bei Nook rein. Einweihung feiern. Vielleicht können wir die Einweihung feiern, wenn es da heute ganz süß aussieht, aber... Nein! Also ich hoffe, dass sie beim nächsten Animal Crossing auf jeden Fall so ein bisschen das User-Interface einfacher machen. Wirklich, ich muss hier wirklich immer volle Konzentration rein investieren, damit ich die richtigen Sachen hier auswähle. Bevor ich jetzt aber weiterbaue, machen wir nochmal ein paar kleine Daily-Sachen. Und zwar in Nap und Schlepp reingehen, nach der Flaschenpost suchen und gucken, ob ein Bewohner craftet. Also mir fehlen noch genau 2 Pilz-DIYs. Ich glaube, der Pilzschirm. Oh, neue Blume gewachsen. Pilzschirm und Pilzlampe. Die beiden fehlen mir noch. Das heißt, ich will halt gerne auch ein bisschen viel rumrennen draußen so in der Hoffnung, dass vielleicht ein Luftballon vorbeikommt. Ich höre einen Ballon. Ja, meine Schleuder war kaputt. Haben wir doch im letzten Stream auch festgestellt. Waldpilztapete. Okay, ich korrigiere mich. Mir haben 3 Sachen gefehlt. Perfekt. Dass ich genau das bekomme, was ich wirklich am wenigsten gebrauchen kann. Und die sieht auch noch so schön aus. Wow. Schönste Tapete ever. Wait a minute. Ist jetzt wirklich random Gunnar auf meine Insel gezogen? It's a sign. Ich hatte ihn noch nie auf irgendeine Insel. Alter, ich habe richtig zufällig und außersehen so richtig die krassen Bewohner einfach abbekommen, ne? Garrett, Gunnar, die sind alle autofilled. Vroni ist auch autofilled. Oh, ja, okay. Der passt auch eigentlich ganz gut ins Farbschema rein. Ich glaube, wir behalten ihn. Wie viele Nook-Mine-Tickets willst du? Abze, Alter, was geht? Zeig mal, was du brauchst. Eine Waschbärenfigur. Ich glaube, die habe ich sogar schon. Danke. Gunnar ist mein Lieblingsart Dominik. Dominik ist auch ein Cutie. Also ich bin auch nicht so ein Gunnar-Fan, aber ich muss sagen, wenn er mir jetzt hier so zufällig reingespült wurde, dann nehmen wir den natürlich. Alle am Singen hier auch. Flaschenpost. Dschungeltapete. Kann auch nicht sein, dass ich die ganze Zeit nur Tapeten bekomme. Gut, schauen bei Nook Shopping noch vorbei und generell nochmal rein. Und dann bauen wir noch ein bisschen weiter. In der Hoffnung, dass noch ein paar andere DIYs an uns vorbeifliegen. Auch rein. Nervt es auch ein bisschen, dass sie die ganze Zeit noch die Ruinen vergraben sind vor 3 Wochen, gefühlt. Oh, heute ist auch voll das schöne Kleid bei der Schneiderei. Ich muss eigentlich noch mit Sina reden. Aber wenn ich da reingehe, kaufe ich mir dieses Kleid. Und Carlson ist schon wieder da. Kann schon wieder ein Insektenmodell machen. Was geht? Rübenpreis?
Was ist das für ein Tag? Ich hatte, glaube ich, noch nie so einen krassen Rübenpreis. Es ist noch nie passiert. Ich habe immer nur Rüben bei anderen Leuten verkauft. Ich habe noch nie Rüben bei mir selbst verkauft. Und Jorna war doch gestern, als wir gespielt haben, sogar da. Ich habe keine Rüben gekauft. Ach du Scheiße. Nein, ich habe keine Rüben. Und ich darf ja nicht online benutzen. Und ich werde mich jetzt auch nicht lokal besuchen. Das ist gegen die Regeln. Aber ich habe ja auch keine Geldnot. Aber es wäre trotzdem nochmal nice. Kann ich bitte auf deine Insel kommen? Also Nintendo Switch online haben wir. Nintendo Shopping. Ach, Nuke Shopping habe ich noch nicht geguckt. Wenn jetzt noch das Weizenfeld da gewesen wäre, dann wäre das heute wirklich einfach mein Glückstag gewesen. Aber na gut. Gut, dann arbeiten wir hier ein bisschen weiter. Oh, ich brauche auch mehr Büsche. Ich muss hier mal ein bisschen aufräumen. Meine Tasche macht mich einfach gedanklich fertig. Dann holen wir ein paar Büsche und rein da. Ich habe nur noch 2 Büsche. Scheiße. So, könnte man das auf der Seite machen. Okay, ich würde gerne zumindest einen Baum da in der Mitte pflanzen. Das heißt, diese Insel muss groß genug werden, um hier einen Baum drauf zu pflanzen. Ist halt doof, wenn das so symmetrisch hier wird. Vielleicht so. Schauen wir uns mal auf der Karte an. Wie sieht... Ja... Es sieht weniger... Ich meine, wenn man es erkennen will, erkennt man es immer noch. Aber es hat schon weniger den Vibe. Ja, ist okay. Also wer da jetzt noch irgendwas Eindeutiges erkennt, so, der soll chillen. Bäumchen L. Ausgewachsenen Baum oder einen kleinen Baum? Was sagt ihr? Oh, Luftballon. Alarm. Ich wette, wenn ich es jetzt abschieße, fällt es ins Wasser. Und es wird eh nur Geld sein. Deswegen ist es nicht wert, trotzdem das Risiko einzugehen. Ich überlege gerade, einfach auf Anfang des Herbst zu spulen, um dann auf Inseln zu gehen oder einfach zu hoffen, dass Gerd die richtigen Büsche am Start hat. Aber die müssen auch erstmal wieder auswachsen. Ich habe keine Büsche mehr. Es ist aber wieder einfach nur ein Teppich. Man kann ja keine DIYs doppelt bekommen aus dem Luftballon, oder? Also ich hatte das noch nicht. Okay, kleiner Baum, aber was machen wir hier noch für Items hin? Vielleicht so ein den hier. Oh, shit. Hätte da... Weißt du was? Ich habe keinen Bock, diesen Baum jetzt weiter auszugraben. Ich mache es einfach so. Nein, das ist dumm. Egal, ist ganz so dumm gewesen. Das kriegen wir wieder gefixt. Einen Pilz muss ich essen, aber ich sehe es nicht ein. So, ich muss hier hinten unbedingt auch noch Apfelbaum pflanzen, sonst wächst der weiter. Ich brauche Büsche. Ich nehme auf jeden Fall keinen neuen Haarschnitt. Ich möchte einkaufen. Oh mein Gott, er hat sogar die Büsche am Start. Gott sei Dank. Okay, wir werden uns richtig fett eindecken. Habe ich Weizen? Ah, Weizenfelder könnte man da auf jeden Fall in die Mitte noch machen, was die Deko angeht. Soll ich noch mehr kaufen? Ich glaube, das ist fein. Wir müssen auch neue Monarchfalter machen. Jetzt mal alles pflanzen. Ich habe auf jeden Fall einige Büsche. Ich habe keinen Bock, diesen Stein da zu entfernen. Sorry. Ich überlege gerade, diese Herbstblätter auch zu fangen. Weil die kann man auch als Deko ablegen, oder? Ein bisschen Laub. Ja, könnte man tun. Ich suche eigentlich Monarchfalter. Nur ein Monarchfalter-Modell. Eine weitere Chance an diesem Glückstag, das DIY zu bekommen, das ich brauche. Es ist ein Pilztisch. Okay, ich habe mich wieder vertan. Jetzt fehlen mir aber wirklich nur noch 2 Pilz-DIYs, glaube ich. Also dieser Pilzschirm noch, also dieser große Pilzding fehlt. Und die Pilzlampe. Oder fehlt mir noch was? Vielleicht fehlt mir immer noch was. Ach Mann, ich will doch einfach nur die Pilzlampe. Aber ein Pilz-DIY mehr. So, liebe Monarchfalter. Würdet ihr jetzt bitte zu mir kommen? Würde es sehr appreciaten. Da ist einer. Auch noch ein Monarchfalter. Bitte komm zu mir. Monarchfalter können aber eigentlich auch nur da sein, wo Schmetterlinge sind. Nur da sein, wo Blumen sind. Oh, ein nasser Ballon. Ist es wieder ein Pilz-DIY? Also wir hatten jetzt 3-mal hintereinander ein DIY. Wenn jetzt wieder ein DIY ist, dann ist es einfach wirklich einfach der Tag der Tage, Leute. Nope. Ah, da ist mein Monarchfalter. Schön. Oh, guck mal, den Monarchfalter, den fange ich mal extra, wenn ich denn fähig dazu bin. Gib mir ein Modell. Ich will jetzt, glaube ich, gerne einen Tag vorspulen. Ich glaube, ich habe meinen Glückstag genug ausgereizt. Weil ich will, dass die Büsche auswachsen. Und halt auch hoffen, dass ich Weizenfelder bekomme. Ich glaube, ich spule 1, 2, 3 Tage. 2 Tage vorne. Da müssen die Büsche doch eigentlich ausgewachsen sein, oder? Ich glaube, am 26. ist es schon schneeig. Okay. Ich muss auch mal hier mal meinen Briefkasten langsam leeren. Das staut sich hier ja alles an. Monarchfalter-Modell. Muss mir eigentlich auch noch ein herbstliches Outfit anziehen. Ich war auch nicht bei Sina drin und habe mit ihr geredet.
gar nicht so viel Zeug, weil ich dachte, das ist mehr. Ich finde diesen Tulpenhut, den ich mir bestellt habe, eigentlich ultra süß. Da brauche ich aber ja so ein braunes Kleid oder sowas. Der Nook Friday. Oh, das ist ein süßer. Guck mal, hier sind nämlich die 2.0-Items. Das ist ja ein 2.0-Item. Auf jeden Fall habe ich schon das ein oder andere 2.0-Item auch im Laden gehabt. Das Weizenfeld, Ciel, hatte ich jetzt noch nicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass es irgendwann kommen wird. Ja. Den Teddybären steht Larissa so, start den so an. Ich kaufe ihn mir auch. Vielleicht kann man den auch irgendwie eine normale Farbe machen noch. Mann, jedes Mal diese scheiß Elefantenrutsche. Niemand will sie haben. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Wirklich, wenn ich Weizenfelder auf dieser Insel hätte oder bekomme, es würde einfach diese Insel sowas von verändern. Oh yeah, das ist ja crazy hier. Wir schauen mal, wer von meinen kleinen Bewohnern craftet. Wieder Atze. Ist der Atze wieder am Craften? Atze ist schon wieder am Craften. Was machst du da? Eine Mondkrone. Oh nein, jetzt fängt das an. Wirklich, ich brauche halt noch wenigstens die Basic-Sachen und er gibt mir jetzt schon die Anemonenkrone. Wirklich das, was ich nicht brauche. Okay, neuer Versuch. Kokosnusswasser. Schade. Schade Schokolade. Okay. Aber wenigstens haben wir ein paar Büsche. Damit können wir auch weitermachen. Ein bisschen dekorieren und umranden und alles machen. Ich muss ein paar Pilze sammeln gehen. Mal wieder. Machen wir ein paar andere Pilz-DIYs und dann machen wir diesen Weg da mal weiter. Vielleicht kommt hier ja noch was Tolles runter. Außer ein Bestennetz. Ich habe schon einige coole Items eigentlich auch am Start. Ich hänge mich nur immer sehr auf diese Weizenfelder auf. Was brauche ich eigentlich für diese Schlemmfest-Sachen? Für den Tisch zum Beispiel. Okay, nur Holz. Unkraut. Nehme ich dann erstmal die weißen Blumen da auch nochmal mit. Vielleicht vermehren die sich auch nochmal. Ich will so gerne Weizenfelder haben. Auf jeden Fall ist ein Drittel der Challenge schon um. Ja, aber wenn wir uns das hier anschauen, so, ja, ein bisschen weniger als die Hälfte. Ein Drittel der Insel ist auch, glaube ich, so einigermaßen ready. Ich muss auf jeden Fall noch ein Bewohnerhaus umstellen. Wenigstens das. Wir gehen mal rein. Neue Emotionssammlung. Ich nehme auch neue Emotionen nochmal mit. Ich glaube, es sind die Dance-Emotes. Ich habe inzwischen wieder einigermaßen gute Nook-Malen gesammelt. Ich habe wieder 56.000. War mal kurz, hatte ich ein bisschen wenig. Da hatte ich ein bisschen Angst. Aber ich habe nebenbei ganz gut gesammelt. Es wird leider doch ein bisschen so sehr wiederholend alles. Weil ich würde mir jetzt auch schon wieder die Windmühlen kaufen, weil ich die so schön finde. Und da hinten auch irgendwo hinstellen. So, scheiße, vielleicht habe ich das schon gehabt, das DIY. Silos, eigentlich weiß jetzt nicht, ob ich das schon habe oder nicht. Ich dachte, das verschwindet dann. Ich habe doch ein paar Bogenstraßenlaternen schon, ne? Glaube ich schon ein paar schlicht Partylichttore. Telefonzelle habe ich gesehen. Den Leuchtturm brauche ich einmal. Den will ich da hinten hinstellen. Kirmes-Karussell. Vielleicht macht man auch eine Kirmes irgendwo hin. Eigentlich auch eine süße Sache, die man irgendwo hin machen kann. Ich glaube, das werde ich tun. Aber steht auf jeden Fall nicht heute. Nein, das war das Falsche. Wobei man das da hinten hin machen kann. Dann wiederholt sich auch nicht immer alles. Ja, das machen wir da hinten auf die Steine. Die Sachen bekomme ich eh erst morgen. Aber dann können wir auch nochmal einen Tag nach vorne spulen. Kann ich noch was auswählen? Dann nehme ich so eine Bogenstraßenlaterne. Ich glaube, jetzt habe ich 5 Sachen bestellt. Okay. Ich glaube, das wird so eine Cute Girls Area. Lass Hannah da auch noch hinziehen. Das wird eine Slay Girl Area. Für Süßis. Okay, das muss ich nur jetzt sehr gut planen, wo Hannah jetzt genau hinzieht. Und ich merke auch gerade, ich muss ein paar normale Bäume nochmal auswachsen lassen, weil ich nicht mehr so viele normale Bäume habe. Dann habe ich eigentlich noch ausgewachsene. Ich kann auch einfach so normale Äpfelbäume auch noch benutzen. Ist halt auch eigentlich eh egal, dass ich diese beiden Buscharten benutzt habe. Ich hätte auch einfach nur eine Buschart benutzen können, weil die sehen halt eh beide gleich aus und die werden halt auch nicht blühen auf dieser Insel. Okay, wie lang? Boah, das Silo. Das ist gar nicht so teuer. Eine Wackelschaufel braucht man für diesen Brunnen. Na gut, da brauche ich noch ein Hartholz. Immer steht mir irgendwas im Wege. Da ist es. Da haben wir's. Broni, start einfach den Wasserfall an. I feel you. I feel you, girl. Okay, wait a minute. Ich muss ein bisschen Platz schaffen. Genau, hier soll man nicht durchgehen können. Schön. Ja, also ich würde gerne hier das Haus hinmachen. Das wird schon ziemlich eng, aber dass man dann hier noch hier rausgehen kann. Da unten soll der Leuchtturm hin. Hier kann noch der Brunnen hin, aber ich habe ihn gar nicht gecraftet. Oder habe ich ihn gecraftet? Ah, doch. Hier soll der Brunnen so hin. Und vielleicht dann einfach noch eine Bank davor. Und hier sollen dann so die Windräder hin, die ich bestellt habe. Hier kann man vielleicht eine kleine Farm auch hinmachen. Oder vielleicht noch generell so ein Aussichts-Area. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht ein, zwei Felder hier nebeneinander. Das ist der Plan. Hier dann das Haus. Das
muss auf der gleichen Ebene sein. Okay, warte mal, es muss halt, damit es auf der Karte nice aussieht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wait, hier konnte ich ein Loch mehr machen jetzt, ne? Da bin ich gerade lost. Ja. Achso, da ging es nicht wegen der Tür. Okay, das ist auf der gleichen Ebene. Und dann 2, 3. Und dann kommt hier dann das Haus hin. Ja, okay, das passt. Oh, Jonas ist da. Aber mein Rübenpreis ist nicht mehr da. Und wenn ich zurückspule, ist er nicht mehr wie vorher. Mal sehen. Okay. Du, ich wollte eigentlich gucken, ob die Häuser so optisch zueinander passen. Zufälligerweise passen sie relativ gut optisch zueinander. Da habe ich Glück gehabt. Da habe ich mal wieder Glück gehabt. Kommt da eine Blume hin oder so? Ich glaube, eine Ranke hier ist es nicht. Aber vielleicht an der Seite. Okay. Was habe ich denn noch für Items hier? Vulkankegel, Pilzwandschirm. Ich stell erstmal den Vulkankegel. Hier kommen auf jeden Fall Bäume und so noch hin. Eigentlich wollte ich hier auch das Wasser noch weiterführen lassen. Nicht Vulkankegel. Nicht genug Platz? Der Vulkankegel ist immer so extra. Okay. Noch weiterführen. Und dann hier einfach so ein paar kleine Bäume noch vorne drum, damit die Kante da nicht so krass zu sehen ist. Hellholz-Trennwand. Ja, dachte mir halt, könnte man hier vielleicht so süß hinmachen. In der Farbe passt zum Beispiel viel besser zum Haus. Und dann hier halt so das Silo dahinter vielleicht noch. Und dann hier einfach, komm, ich wollte eigentlich nicht mehr so viel übertreiben jetzt mit Bauen. Aber ich bin gerade so ein bisschen im Flow. Am liebsten würde ich einen Tag vorspulen, aber ich spule heute keinen Tag mehr vor. Vielleicht machen wir den nächsten Tag mal wirklich so einen Spultag in der Hoffnung, vielleicht nochmal das. In der Hoffnung, oh Mann. Ja, ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Ich brauche die Items, die ich da bestellt habe. Ich brauche sie. Heute habe ich irgendwie aber noch keinen Ballon gehabt. Irgendwie habe ich gerade das Gefühl, ich höre gerade einen Ballon. Aber manchmal bilde ich mir das auch ein dann. Da sind aber ganz schön viele Pilze oben gewachsen. Die nehmen wir mit. Ich kann nochmal probieren, an den Bäumen zu schütteln. Eigentlich müsste man diese ganzen Gitter hier aufstellen, um dann so Ballons zu farmen. Aber das ist mir auch viel zu anstrengend. Wir schauen mal. Habe ich hier eigentlich schon heute geschüttelt? Ja, ne? Pilzlampe, bist du da? Gib mir ein Zeichen. Nope. Gut, dann bestellen wir nochmal die Holztrennwand in der Variante. Einmal noch laufen wir hoch und runter. Die Hoffnung, hier ist vielleicht doch ein Ballon. Oh, da ist er. Oh Gott, das ist die Pilzlampe einfach. Einfach Glückstag heute. Na gut, es ist schon kein Glück mehr, wenn ich 10 andere DIYs davor hatte. Aber das ist echt ein Achievement für heute. Nice, nice, nice. Okay, ich hoffe, man braucht nicht ultra die crazy Sachen, um die Pilzlampe zu craften. Ich weiß es nicht. Dürpilz. Okay, easy. Habe ich viele gesammelt. Lehm brauchen wir auch. Okay, es wird Zeit, Steine zu hauen. Aber mir fällt gerade auf, dass ich gerade sehr viel Kraft habe. Sollte vorher ein paar Bäume umpflanzen. Pilzlampe, schreib ins Buch. Wirklich, sie hat uns ein Zeichen gegeben. Sie hat ins Buch geschrieben. Okay, das wird vielleicht jetzt viel changen bei der einen Area. Oh ja, wir haben sehr viel Lehm hier. Das wird jetzt ein Gekrafte. Ich hole mir aber vorher nochmal ein bisschen Hartholz. Achso, da habe ich heute schon dran geschlagen. Damit meine Tasche da wieder seine Ordnung hat. So. Ich muss auch mehr Dings holen. Mehr Umgestaltungssets. Aber ich glaube, mehr als 10 Pilzlampen werde ich jetzt erstmal eh nicht machen. Ich weiß noch gar nicht, ob ich genug Material habe. Dass diese Standardfarbe von der Pilzlampe auch grün ist, ist einfach so eine Frechheit. Oh shit, okay, ich merke, ich brauche sehr viel mehr Dürrepilze. Ah nee, doch nicht. Okay, ich dachte, ich brauche 5, aber 1, das ist klar. Und genau die Farbe brauchen wir. Schön am Umgestalten. Das ist schön herbstlich. Jetzt bräuchte ich noch die Weizenfelder und ich hätte wirklich alle Items, um hier eine geile Insel zu machen, ne? Ah, lol. Okay. Braucht doch mehr Umgestaltungssets. Okay, wir gehen nochmal kurz rein bei Tina und Sina. Ja, ich suche mir vielleicht ein herbstlicheres Outfit, wenn das jetzt auch eine Herbstinsel wird. Das Holde Maid Outfit. Aber wenn ich da jetzt reingehe, dann geht mein Bauarbeiterhelm weg. Da habe ich keinen Bock drauf. Okay, wenn ich dann eh schon gerade hier bin, dann kaufe ich mir auch nochmal ein paar Setzlinge. Ich brauche safe noch mehr. Es ist so doof, dass man nicht einfach auswählen kann, wie viel man braucht.
Es gibt jetzt inzwischen so viel. Das ist sowas, was ich meine mit. Als Animal Crossing New Leaf da war, da gab es ja auch nicht die Möglichkeit, so viele Sachen zu kaufen und auch alles in Massen haben zu müssen. Das ist ja auch alles ein bisschen neu für Animal Crossing so. Das ist einfach so diese Quality of Life Changes, dass die halt im nächsten Animal Crossing drin sind, ne? Und das ist halt das, was ich meine, wenn ich sage, dass ich nach Animal Crossing New Leaf dachte ich mir halt so, man kann nichts an New Leaf besser machen. Das war schon das perfekte Animal Crossing für mich. Und jetzt nach Animal Crossing New Horizons weiß ich so viel, was man eigentlich noch schöner machen kann. Weiter geht's mit dem Umgestalten. Amiibo Festival Switch. Ciao, ich würde heulen, aber nicht vor Freude. Also, es ist vielleicht auch ein witziges Game so, aber... Also, nein, ich finde das Game auch nicht geil. Aber es ist jetzt nicht das allerschlechteste Spiel aller Zeiten so. Ich fand es trotzdem irgendwo süß, aber es ist halt ein Witz. Also, ich will nicht, dass sie da so viel Zeit investieren. Hallo, Vroni-Maus. Kids. Ein weiterer wundervoller Tag. Hier geht's scheinbar gut. Okay. Jetzt geht's los. Mega laute Wasserfälle. I'm sorry. Ich fühle auf jeden Fall, dass das viel besser aussieht als die gelben Pilze. Safe. Okay. Dann noch auf der zweiten Ebene. Hier. Habe noch Platz für Pilzlampen. Okay, let's see, wie das Ganze denn jetzt aussieht mit den anderen Pilzlampen. Ah, da habe ich eins vergessen unten. Und ich höre direkt wieder einen Luftballon. Ja, es ist immer noch nicht das, was ich brauche, aber ist okay. Vielleicht geht man irgendwann anders hier nochmal ran. Lol. Ich lasse es jetzt erstmal so. Satinhose. Ja, ich muss da hinten nochmal ein bisschen was ändern. Die eine oder andere Sache. Hier. Macht das schon mal einen kleinen Unterschied irgendwo. Den Wasserfall auch einfach ein Stück nach vorne holen noch. Oder hier einfach vorne auch noch ein bisschen Wasser machen. Ja, wir schauen mal. Aber gut, ich habe die Pilzlampen bekommen. Ich habe ein paar Pilzlampen hier. Ich habe heute sehr lange gemacht. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich muss auf jeden Fall hier dann weiterbauen. Das ist mein Plan. Für morgen habe ich auch die Items, die ich bestellt habe, kommen alle an. Und dann wird hier die Area weitergebaut. Vielleicht werden wir auch ein bisschen Spuren für die Weizenfelder so beides gleichzeitig machen. Aber ja, ich bin heute zufrieden mit dem Progress. Ich kann heute mal endlich sagen und aufhören und sagen, wir sind vorangekommen.